Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Hallo. Heute mit einem aus dem Team PietSmiet und wir schauen uns von Gathwa rausgesucht an Road Rage, Blindheit und 250 km/h auf der Autobahn. Diesmal nicht von unserem klassischen Dashcam-Kanal, sondern von einem anderen, nämlich Dashcam Drivers Germany. EDG. Genau. Holy shit. Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. Aha, über Rotfahren ist auch gut. Gefällt mir. Ja, Fahrverkehr. Was? Ja, der stand doch schon quasi in der Schlange. In den Verkehr einfädeln. Ja, was gibt's denn bloß Schöneres als rote Ampeln? Die können die auf jeden Fall nicht abwarten, dass es endlich losgeht. Aber in diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge und rein in die Action. Unser Einsender hier fährt mit dem Linienbus. Rein in die Action. Hä? Wo ist der hin? Ja, nur die Action, die sucht man hier vergebens. Mitten im Abbiegevorgang erstmal anhalten, also manche haben auch wirklich überhaupt gar keine Verkehrsbeobachtung. Sassy, der Boy. Sassy. Manche haben aber gar keine Verkehrsbeobachtung hier. Wollte der nicht einfach, da war, Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie halten, er wird nachgucken, aber passt der Bus halt nicht durch, nicht? Der gute Bus. Das ist doch Bushaltestelle links, oder? Und da hinten ist die aber erst auf der rechten Seite. Ja, rechts, da hinten. Ja. Sehen, dass man langsam fährt, weil man nicht genau weiß, wo man hin muss. Aber ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist. Das dürfte eher wieder dieses demonstrative Langsamfahren sein, weil unser böser, böser Einsender sich ja dreistet hat zu hupen. Ach, der ist noch am Rauchen. Und chillen. Und dass auf das Hupen dann erstmal die Bremse angetippt wird, das dürfte die Theorie dann wohl bestätigen. Aber dann gibt's auch noch die zügiger unterwegs sind. Alter, rechte Spur 240, was ist da los? Ja, aber ist ja frei, wie du siehst. Ja, guck mal, der links, der ist aber genauso schnell. Was mich einfach nur wundert, ist, dass du auf der rechten Spur, also das ist ja okay, da zu fahren, das sollst du ja sogar. Aber dass du auf der rechten Spur 240 fahren kannst, das habe ich so noch nicht erlebt. Ja, dann ist in NRW also auch in NRW unmöglich. Wenn jetzt cool wäre, wäre jetzt links einfach so richtig schnell auf weggezogen. A57 um 3 Uhr nachts. Da kannst du vielleicht 250 auf der rechten Spur fahren. Aber die A57 also Richtung Holland. Ja, am Wochenende, ich wollte gerade sagen, da bist du aber schon ein Stückchen weg. Wenn du normal so von Köln Richtung Düsseldorf fährst, Samstagnacht 3:30. Trotzdem voll. Richtung Holland nach Kreuz Kamp-Lindfort wird's leer. Ja, da wohnt ja auch keiner mehr. Ja, genau. Stimmt. Das hier erstmal überholt. Das gibt's auch nur in Deutschland. Wenn man nicht auf die Geschwindigkeitseinblendung schauen würde, würde man gar nicht denken, dass das hier so schnell ist. Ihr kennt ja meine Meinung zu solchen Geschwindigkeiten auf zweispurigen Autobahnen, weil unser Einsender hier in diesem Ausschnitt, wo nur sehr vereinzelt Fahrzeuge rechts fahren, nicht unbedingt unangepasst fährt. Das tun aber die anderen hier. Guckt mal auf den Audi. Jetzt zieh los! Der hätte ja bremsen müssen. Ja, das geht ja nicht. Ja, Energierückgewinnung, das wäre alles umweltschlecht gewesen. Das brauchst du bei einem E-Auto nicht. Aber warum hat der Audi überhaupt abgebremst? Der war doch eh so schnell. Der ist doch rechts rübergezogen. Wofür der andere vorher 260, der wollte den Platz machen. Der wollte den Porsche vorbeilassen oder so, genau. Und dann ist das einfach timingtechnisch unglücklich gelaufen. Genau. Und dann überholt er lieber rechts statt links. Ja, links, hätte er, links geht ja nicht, da hätte er den anderen ausgebremst. Statt abzubremsen. Also für den Verkehrsfluss ist das natürlich eine gute Entscheidung gewesen. Ja, ich würde auch sagen, hier, ne, Dash Drivers Germany, das war eine vorzügliche Verkehrsbeobachtung. Vielleicht war das auch ein Amerikaner und der kennt das halt so, dass man halt alle Spuren benutzen darf. Ich bin auch weiterhin dafür, dass man rechts überholen darf. Das war ein Mietwagen halt. Das ist kein Witz. Also ich bin dafür, dass man rechts überholen darf auf der Autobahn. Nee. Ja. Also du wärst dafür, dass man die Regeln ändert. Nicht über Standstreifen, aber dass du halt quasi das Prinzip hast, du darfst auch rechts dran vorbeifahren. Gerade auf zweispurigen Straßen oder auch auf dreispurigen, wenn du wieder einen Mittelspurenschleicher hast, der irgendwie 90 fährt bei 120 und du denkst dir auf der rechten Spur, Digga, jetzt kann ich einfach mal zwei Spuren rüberziehen, weil du keinen Bock hast, Auto zu fahren. Ja, davon gibt es ganz schön viele und das ist nervig. Fallen halt wirklich zwei Welten aufeinander und 130 km/h abbremsen, offensichtlich nicht mit diesem Audi-Fahrer. Aber größer könnte der Kontrast nicht sein, hier sind wir statt mit 240 mit 20 unterwegs. Moin. Dark. So geht das nicht. Natürlich erstmal wieder anhalten, ist klar. Drum ja, nichts die Leute schrecken. Der hatte wahrscheinlich Angst. Ja, denke ich auch. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht war der einfach sauer und Arsch.
In Berlin gibt es voll die Scheißstraße, weil da haben die auf einer Kreuzung unten einfach einen Kreisverkehr gemalt. Und ich bin ganz ehrlich, als das erste Mal da war, habe ich selbst nicht gecheckt, dass das einen Kreisverkehr darstellen sollte und habe mich quasi wie beim Abbiegevorgang einsortiert. Obwohl das ein Kreisverkehr. Aber das hast du etwa eine mangelhafte Verkehrsbeobachtung betrieben? In dem Fall schon, ja. Aber ich habe auch echt nicht gecheckt, dass diese dünne Linie auf dem Boden einen Kreisverkehr darstellen soll. Vielleicht hat Berlin auch keinen Schilder. Berlin hat einfach kein Geld mehr, um irgendwelche coolen Kreisverkehre zu machen. Ja, oder den irgendwie nach oben zu machen. Da war eine Ampel vor mit einer Linksabbiegerspur. Da stellt sich logischerweise da ran, aber dann denkst du dir, jetzt biegst du links ab, aber dann fährst du in den Kreisverkehr. Linksabbiegerspur mit dem Kreisverkehr? Finde ich auch wild. Ich schicke dir, wenn du willst, nachher mal bei Google Maps so ein Bild von oben. Das sieht irgendwie strange aus. Jawohl, rüber. Ja, genau so, ach, Leute. So einen habe ich im Urlaub auch gesehen. Aber war noch knapper. Einsinn, das war voll okay. War noch knapper. Also, weiß nicht, ob das okay ist, aber das ist auf jeden Fall, das hast du jeden Tag 100.000 Mal. Ja, würde ich auch sagen. Bei mir hat der jetzt erst rübergezogen. In die Abfahrt. Unser Einsender sagt, er kennt die Ampelschaltung hier sehr gut. Da die Ampel rot wird, kann ja keiner kommen. Hä? Was? Ach so, von der Ampel hier, von der Querampel. Das war doch schon rot, oder? Ja, Alter, Finne! Geh doch mal zurück, Peter, bitte. Das zeigt, dass einmal nicht rot war. Rot wird, kann ja keiner kommen. Sehr gut, da die Ampel. Ja, siehst du ja. Unser Einsender sagt, er kennt die Ampelschaltung hier sehr gut. Da die Ampel rot wird, kann ja keiner kommen. Ja, und der hat nochmal beschleunigt, weil gelb war. Ja, genau. Ja. Oh, das wäre für mich ein spannender Fall gewesen, wie das vor Gericht ausgehen würde, wenn da ein Unfall passiert wäre. Alle Teilschuld, Bram. Ja, wahrscheinlich irgendwie. Das ist immer, du hast du bist dabei, Teilschuld. Kannst du denn nachweisen, dass die Ampel wirklich, also ohne Zeugen, kannst du da nachweisen, dass die Ampel überhaupt rot war? Ja, kannst du nicht, oder? Ist verloren. Weiß ich ja, also ich glaube nicht, dass der Richter sagt, er kennt die Ampel, also zum Richter sagt, er kennt die Ampelschaltung gut. Und der Richter sagt, ja, okay, verstehe ich. Nee, dann ist er nicht schuld. Aber du hättest ja diese Dashcam-Aufnahmen ja jetzt ja gehabt. Ja, da kannst du ja Enhance machen, wie bei NCSI und so, und dann siehst du das ja. Ja, dann kannst du die Perspektive einfach wechseln. Das ist halt die Frage, ob du siehst, ob die Ampel rot wird. Ja, weiß ich auch nicht. Aber im Zweifel ist der doch gar nicht stehen geblieben, oder? Also der fährt da einfach auf die Straße, oder nicht? Ja. Er hätte auch warten können. Er hat Vorfahrt 8 auf jeden Fall gehabt. Ja. Tja! Alter, Sean, weiß ich auch nicht. Und das zeigt dann einmal mehr, zu wissen, dass der andere rot hat, ist die eine Sache, aber darauf zu vertrauen, ist die andere. Ja. Denn die Ampel wird grün. Tididü! Das zeigt sich immer wieder. Das ist aber auch rot für manche einfach nur eine Farbe ist. Sei es zu Fuß. Nee, dann nicht. Zu Fuß mit Kopfhörern, damit man bloß so überhaupt nichts mehr mitbekommt. Als Autofahrer. Oder als auf die Busampel schauender Autofahrer. Es ist doch immer wieder schön. Manchen kann es halt einfach nicht schnell genug gehen. Das habe ich bestimmt schon 100 Mal auf diesem Kanal gesagt. Ja. What the fuck? Da kommt doch gleich der Parkplatz, Mensch. Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, da zieht links jetzt einer durch oder so. Ja, da draußen zieht jetzt links einer durch und dann geht er hinten. Den Straßenteil kenne ich auch von Kreta nicht. Hier werde ich ganz normal in Frankreich auf der Autobahn von einem Nissan überholt. So weit, so gut. Schalten wir mal den Zeitraffer ein. Noch ein Nissan oder was? Was auch immer der da gemacht hat, da haben zu Leib definitiv noch Zentimeter gefehlt. Was war das denn? Kunstschlaf, Handy. Der Einsender sagt, hier sei Tempo 30 erlaubt. Ja, hat ja keinen Bock drauf, ne? Und das Allerbeste ist, wir haben noch einen anderen Einsender, der hat eine Szene 3 Kilometer entfernt von hier aufgenommen, ebenfalls Tempo 30. Fremde kennengelernt. Geil, wir wurden angehupt, cool, Jungs. Wir wurden krass angehupt. Was will der denn, Digga? Nicht ärgern lassen, nicht ärgern lassen. Was ist denn mit dir? Bist du oder was? Bist du doof? Was meinst du langsam? Bitte doch gar nicht. Was? Nee, ist denn nicht. Weil wir langsam fahren, so wie es sein soll. Hier ist 30! Hier ist 30! Wer macht Schilder lesen? Digga, hä? Was ist denn bei dir los, Digga? Ja, eilig! Ja, nicht war das ein Uber-Fahrer? Also, das war auf jeden Fall ein Fahrer, oder? Jetzt ist 50. Einer? Ja, genau. Jetzt ist 50, da kann man also so schnell Fernmotorrad auch nicht. Muss man wissen. Ich glaube, das war der offizielle Fahrservice von unseren Politikerinnen und Politikern. Ja, glaube ich auch. Ja.
Lass ihn, sagt ihm nichts, Digga. Lass ihn. Gar kein Stress, John, gar kein Stress. Echt mal, John, was für ein generischer Name, ja. Und mir gleich aufs Maul haut und sagt, dass ich die Dateien löschen soll. Wir, ach, Digga, wenn lassen der aussteigt, kriegt er die Fasse. Ach, halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Oh, was ein Digga. Ich hab bei links die. Junge, hat er dich ausgebremst? Ja, ja. Wie kann man. Digga. Fahr mal da bevor ich. Jungs, nee, wirklich. Boah, jetzt. Jungs, was ist jetzt hier Verfolgung oder was? Ist so sein, ist. Nee, ich hab gar keinen Bock darauf. Nee, ich kack mir nicht ein. Ich hab einfach keinen Bock da drauf, Digga. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Wenn die sich unterhalten können, sind die über. Die haben Funk, ja. Nee, die schreien einfach laut. Unter dem Helm hört man das auch so. Okay, war vielleicht eine dumme Frage. Wir wissen jedes Mal, also das ist die neue Kommunikation. Das heißt nicht mehr over, das heißt Digga. Digga. Stark. Seinen Film schieben, Digga, und gut ist. Und zum Mercedes braucht man hier sowieso gar nichts mehr sagen. Der Fall ist klar, von vorne bis hinten einfach eine komplett unnötige Situation. Gut finde ich übrigens auch die defensive Art unseres Einsenders hier selbst. Ja. Wäre jeder so, dann hätten wir solche Situationen deutlich seltener auf diesem Kanal. Aber dann wärst du ja arbeitslos. Ja. Ohne den Verkehr zu beachten, auf die Straßen zu wechseln, halte ich nicht gerade für die beste Idee. Aber wenn man schon mal auf der Straße ist. Oh. Du bist ein Holzkopf. Perspektiven wechseln. Radweg sehe ich hier nicht. Demzufolge fährt unser Einsender hier richtig. Er möchte gerne geradeaus fahren. Dann sollte er machen. Ja, aber. Ey, Mann! Das ist aber schon frech. Aber sicher doch, am Radfahrer, da muss man natürlich unbedingt noch dran vorbei. Und vor allem lohnt sich das im Stadtverkehr ja auch richtig oft. Das hier ist 5 Minuten später. Weit gekommen ist er nicht. Aber Ungeduld bringt ja selten Gutes. Dürfte ich, also jetzt 10 Minuten später. Dürfte ich hinten seinen Rückwischer aufklappen, hochklappen? Einfach mal hoch und dann weiterfahren. Hochklappen weiß ich jetzt nicht. Einfach nur, weil das ein Wichser ist. Ich weiß nicht, ist das erlaubt oder ist das. Oder das ist ja keine Beschädigung, ne? Also ich würde sagen, der kann dich dafür anpumpen, aber mehr auch nicht. Okay. Ich würde mal als schwächerer Verkehrsteilnehmer Streit mit jemand anderem anfangen, der dich easy platt fahren kann. Ja, aber der kann ja schnell zwischen den Autos abhauen. Genau, du kannst ja schnell dann... Der konnte ja gerade nicht, deswegen hat er sich ja beschwert. Nein, ich meine jetzt am Ende dann, wo der Wagen dann da links stand, in der Schlange, dann kurz dahin den Scheibenwischer auch dasselbe Fahrrad weg. Aber ja, vielleicht gibt es ja einen Verkehrsrechtsanwalt oder irgendein. Das würde mich auch interessieren, ob sowas. Ich meine, du machst ja nichts kaputt, aber du ärgerst den ja schon irgendwie. Ist das, oder ist das nachher du fasst nur fremdes Eigentum an. Ja, aber ist fremdes Eigentum anfassen illegal? Weiß ich nicht. Also in Amerika, wir haben das ja mal geguckt, wie der diesen Magnet da drauf geworfen hat. Also da wirkte das schon. Ja, das ist ja auch nochmal was anderes, dann Magneten drauf zu schmeißen, vielleicht. Ja, aber der hat ja auch nichts kaputt gemacht. Der hat auch teilweise einfach nur angefasst. Aber ja. Kriegen wir vielleicht raus. Vielleicht auch nicht. Ja, was willst du denn dem Richter sagen? So, wir haben jetzt ein weiteres Verfahren eröffnet. Er warten jetzt 2 Jahre Verhandlungen, weil der mein Auto angefasst hat. Das wäre cool. Hier könnte man ja sagen... Ah, Quatsch, die gehen nicht rüber. Der Einsender sollte in so einer abhigen Situation vorsichtig sein. Aber die Person hat ja nicht mal in unsere Richtung geschaut. Aber hatten die nicht Vorfahrt? Nein. Warum sollten die Vorfahrt haben? Er hat den Vorfahrt. Du meinst die Fußgänger? Ja. Warum sollten die den Vorfahrt haben, wenn die nicht Straße kommt? Weil er abbiegt und die laufen. Hier könnte man ja sagen. Ja. Ja, aber trotzdem musst du doch egal wann immer also gucken als Fußgänger. Gucken. Ja, ist richtig, aber der Rote hätte doch gar nicht fahren dürfen. Oder Fußgängerüberweg ist doch da eingesetzt. Ich sehe da eine Bordsteinkante und bei einer Bordsteinkante darfst du auch nicht. Hast du keine Vorfahrt. Ja sagen. Kein Zebrastreifen. Zebrastreifen hätte er natürlich anhalten müssen, aber da ist nur so ein bisschen Pflaster. Ja, da ist kein Überweg, das ist einfach... Das ist nicht mal abgesägter Bordstein. Auch wenn man sich das mal anguckt, gerade mit dem Kind auf der Seite vom Auto, da hilft dir am Ende auch nicht, wenn er recht gehabt hat. Ja, wirklich. Nee, das ist mir bewusst, das geht jetzt nur... weiß ich auch, danke. Aber da ist kein Zebrastreifen, also... Da ist nix, da musst du schon anhalten als Fußgänger. Ich weiß, aber wenn von hinten einer gekommen wäre, hätte der ja auch Vorfahrt gehabt. Ja, aber das ist ja auch ein Verkehrsteilnehmer auf der Straße. Nee, wenn von hinten ein Fußgänger gekommen wäre, hätte der Vorfahrt. Du musst ja beim Abbiegen nach rechts oder links, musst du dem ja Vorfahrt geben. Also die, weil, wenn die mit dir in der Richtung ist. Aber der ist doch nicht auf der Straße, der ist doch am Bürgersteig. Ja, und ist doch egal, wenn der Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg ist, musst du ihm doch auch Vorfahrt geben, wenn der da ist. Ja, aber das ist ja auch im Straßenverkehr. Der ist ja auch im Straßenverkehr, der ist ja nicht abgegrenzt durch den, Fußgängerweg.
die haben ihren Fußgängerweg verlassen, um auf die Straße zu gehen. Und wenn da kein Überweg ist, hast du dann nie Vorfahrt. Genau. Also ich habe gelernt, dass ich da als Fußgänger nie Vorfahrt habe, außer das ist ein Zebrastreifen oder die Ampel für mich. Ja, ich habe auch gelernt, dass du immer gucken musst. Aber wenn du von der anderen Seite gekommen wärst, bin ich mir gar nicht so sicher. Doch. Nee. Dann hast die Person hat ja nicht mal in unsere Richtung geschaut. Das funktioniert natürlich gar nicht. Könnte ich aber immer rüberlassen. Oh, also. Ja, klar. Ja, man könnte ja denken, dass Gucken Situationen verhindern würde. Er ist aber auch sassy, ey. Hey, what the fuck? Was? Bist du bescheuert, ey? Er hat auf jeden Fall die ganze Zeit geguckt und ja, offensichtlich ziemlich erfolgreich. Ganz ehrlich, für sowas habe ich keinen Verständnis. Wenn er auf einmal anfängt zu sprinten? Ja. Rechts haben wir zwei vermeintliche Pannenfahrzeuge und wir sehen, Abstand vom Warndreieck ist eine Katastrophe. Ja. Die Personen touren auf der Fahrbahn. Hey, dann ist doch schon weit weg. Ja, war schon anderes gesehen. Also, ich vor allem, manche halten da nur einfach fest und winken damit. Vor ein Auto stellen. Flanke. Der Einsender entscheidet sich bei der nächsten Gelegenheit umzudrehen und seine Hilfe anzubieten. Echt? Auf der Autobahn? Das war hier eine gute Idee. Wenn ich das richtig verstehe, dann waren die Fahrzeuge miteinander kollidiert, die Beteiligten konnten kein Deutsch und waren mit der Situation völlig überfordert und sind wahllos über die Fahrbahn gelaufen. Unser Einsender hat das Warndreieck dann noch weiter nach hinten gestellt, die Polizei verständigt und die Leute beruhigt. Es wurde hier aber niemand verletzt, nur Blechschaden. Aber da zeigt sich mal wieder, auch bei vermeintlich völlig harmlosen Situationen kann eure Hilfe nötig sein. Und ob dem so ist, ja, das weiß man halt nur, wenn man vor allem auch mal nachfragt. Von vorne kommt ein Linksabbieger. An was müsst ihr in dieser Situation hier denken? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Mein Essen. Oh nein. Genau das. Nur weil Autofahrer richtigerweise Kreuzung frei halten, um das Abbiegen zu ermöglichen, heißt das halt noch lange nicht, dass kein Verkehr kommen kann. Ach du Kacke. Als Abbieger müsst ihr euch in solchen Situationen immer vorsichtig vortasten und damit sicherstellen, dass ihr niemanden gefährdet. So wie der DHL das hier getan hat, war es auf jeden Fall nicht richtig. Ja, checkt ja direkt immerhin bleibt nach. Der DHL hier und hilft. Traurig eigentlich, dass man das schon positiv erwähnen muss. Dem Radfahrer ist hier aber wohl nichts passiert. Boah, krass, diese Strecken verabschiede ich euch jetzt aber gerne in die nächste Folge. Auf der linken Seite ist für euch wie immer noch ein Video vorgeschlagen. Wie aber auch die Vorderbremse gehittet hat, ey. Ich meine Fresse. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Na gut, besser als plattgefahren werden, ne? Ja, absolut, ey. Da kann doch gar nichts für. Wenn du Vollbremse machst, kann das passieren. Aber das war trotzdem. Wie schnell der Lupe gezogen hat. Ja, das war schon wie schnell krass. Er einen Rückberger gemacht hat. Aber gute Folge. Sassy Dude. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich hoffe euch auch. Also da gibt es bestimmt noch viel mehr Videos. Verlinkt in der Videobeschreibung. Da gerne auch mal vorbeischauen. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag bis dahin. Haut rein.